Hallo. Hallo. Ich möchte gerne Klamotten kaufen. Ach nee, ey, yo, ich möchte gerne was so, so Closes beien. Damit ich so voll cool gangstermäßig aussehe. Habt ihr da was da? Hier so schnicke T-Shirts oder ach, ist doch egal. Hier so geile Hemden. Geile T-Shirts. Was ist das denn hier? Leere Regale. Das ist natürlich der neueste Schrei. Leere Regale. Hier nochmal ein paar geile Jogginghosen. Hemden und nochmal Hemden. Jeanshosen. Boy, hooded. 100% Polyester. Kann man dich eigentlich auch kaufen? Nee, wohl nicht. So, dann wollen wir uns mal die Markierung stellen und mal gucken, was der Laden so zu bieten hat. Außer Hemden und Hosen. Oberkörper. Ach du Scheiße, so viel war das. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles durchgucken will. Eigentlich nicht, aber... Gut, Tanktop, weiß jeder, was das ist. Was ist ein Hoodie? Ich bin da nicht so geschult drin. Ach du Scheiße. Nee, das ist... Nee, das ist nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Warte, Eingabe ist zurück, jo. Also ein Hoodie will ich nicht, auf gar keinen Fall. Weißes T-Shirt, LS T-Shirt, Sharps, grünes Hemd, Kampfjacke, das heißt Bomberjacke. Wie sieht denn eine Kampfjacke aus? Das sieht ja noch scheißer aus als die Scheiße von vorhin. Nein, das möchten wir auf gar keinen Fall. Ich möchte mal wissen, was dieses Ding da, was war das nochmal? Grünes Hemd. Grünes Hemd. Ja, das kann man so anbieten. Muss man aber nicht zwangsläufig. Was ist ein Tracktop? Track heißt auch Strecke so oder Musik. Ach, sieht ja eigentlich nicht schlecht aus, aber ist leider nicht grün. Und wir sollen ja laut Sweet, unserem Bro, was Grünes anziehen. Eris. Oder Eris. Was ist denn Eris? Ach so, die Marke Eris. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das muss man zugeben. Kann man da umgucken? Nein, kann man nicht umgucken. Schade. Hemd oder dieses T-Shirt? Hemd oder T-Shirt? Hemd oder T-Shirt? Ich guck noch mal ganz schnell aufs Hemd. Grünes Karohemd? Nee, komm. Grünes Hemd. Wie sah das nochmal aus? My stomach is rumbling. Nö, ich nehme das andere, das Eris-Shirt. Und zwar das hier. Das andere gucke ich mir erst gar nicht an. Das gefällt mir so ganz gut. Das wird gekauft. Ja, guck dich nicht um. Ich möchte kaufen. Umschalt. Try anything you want, sir. Natürlich. Die Beinchen. Die Legs. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Ja, oben haben wir jetzt grün. Müssen wir unten eigentlich auch grün nehmen? Was ist eine Ober- und Tarnhose? Das habe ich noch so in Erinnerung als coole Hose. Yeah! Ich glaube, da gucke ich mich auch erstmal nicht weiter um. Das lasse ich so, wie es ist. Thank you, sir. Yeah, thank you, girl. Schuhe. Ja, Mann, auf jeden Fall Flipflops. Geil, ach du. Das sieht so... Nee, das kann man so nicht anbieten. Tut mir ja leid. Auch geil, Sandalen. Oh. Ja, das sieht ziemlich deutsch aus. Nee, dieser Anblick. Das geht mal gar nicht klar. Hit-Tops, ich weiß nicht, Hit-Tops, Low-Tops, ich glaube Hit-Tops sind die, also normal Sneaker halt, nur halt hoch hinten, glaube ich. Das sieht man natürlich jetzt auch so gut wegen der Hose.
Aber ich finde, das kann man so. $100! Schweinerei! It was a pleasure, sir. Ja, sehe ich ganz genauso. Was haben wir denn noch? Ketten. Auf jeden Fall eine Hundemarke. Weil ein Afrika-Anhänger ist. Underwear is overrated, man. Ach, das sieht aber. Ach, das passt ja mal überhaupt nicht. Wobei, zur Hautfarbe wird es ja passen. Ach, der kriegt einfach meinen Afrika-Anhänger. Ich meine, Hund haben wir nicht, deswegen gibt es auch keine Hundemarke. So, Uhren. Ja, natürlich eine Pink-Uhr. Jawohl, das passt. Das passt natürlich. Ne. Oder? Oder? Wer weiß das schon? Gelbe Uhr. Ja. Das passt auch so ein bisschen zum Afrika-Anhänger. Ich finde, das kann man so lassen. Auf jeden Fall besser als eine pinke Uhr. So, was haben wir denn noch? Sunglasses oder Sunglasses. Scherzbrille? What the f... Ach nee, das sieht so scheiße aus. Dass es schon fast wieder gut aussieht, aber auch nur fast. Aber das wäre doch mal was. So ein richtiger Gangster-CJ mit so einer Scherzmaske oder Scherzbrille. Jo. Ich bin ja schon fast gewillt, das zu nehmen. Nur mal so aus Spaß. Aber ich gucke mir natürlich erstmal die anderen auch an. Was wir da noch im Angebot haben. Augenklappe, jo. Das stelle ich mir doch mal richtig. Yeah, ich habe in einem harten Fight my left eye lostings verloren und so. Und deswegen bin ich voll hart. Nicht. Rotes Tuch, blaues Tuch, grünes, das weiß ich, was das ist. Glaube ich jedenfalls. Das war. Schade, dass man nicht kombinieren kann. Die Augenklappe und das Tuch, das wäre geil eigentlich. Also eine Scherzmaske nehme ich da. Nein, das muss nicht sein. Also ich bin schon fast für die Augenklappe. Einfach nur mal so. Weil Scherz, das muss nicht unbedingt sein. Nein, dann nehmen wir die Augenklappe. Das hat Style auf jeden Fall. $5 für eine Augenklappe, das ist natürlich akzeptabel. So, und zum guten Schluss, was haben wir da noch gehabt? Irgendwas mit Dingens, Kopfbedeckung. So, ach du Scheiße. Natürlich ein Leopard-Cowboy, oh, das muss... Ach, jo. Das sieht aus wie so ein Dschungel... wie heißen sie? Dschungelforscher oder Dschungeltouristen, wie sie, auch, wie sie sich auch schimpfen. Ich weiß es nicht so genau. Cowboy-Hut, ja, Trucker, was denn ein... Watchcap? Was denn ein Watchcap? Das sieht mir jetzt so ein bisschen Dingens buddhistisch aus, glaube ich. Buddhistisch? War das buddhistisch? Ich weiß es gerade nicht, bin mir da nicht ganz so sicher. Also überhaupt nicht passend. Auf eine andere Art und Weise schon, aber jetzt nicht. Was ist ein Truckerhead? Was steht denn da drauf? Born to truck, ja Mann. Das sieht doch mal authentisch aus. Da kriegt jeder direkt Schiss, wenn er den Typen mit diesem Born-to-Truck-Cap sieht. Ich glaube nicht. Was haben wir denn noch? Blaues Tuch, Tücher, nee, sind nicht so mein Style. Watchcap, Trucker-Hat, Cowboy-Hut. Wie sieht denn ein normaler Cowboy-Hut aus? Na, so, okay, hätte ich mir auch denken können. Ich bin ja jetzt schon fast wieder gewillt. Wobei, dann sieht man, ach scheiße, dann sieht man die schöne Frisur ja auch gar nicht mehr. Das fällt mir auch gerade so auf. Ich glaube, dann lassen wir die Kopfbedeckung mal ganz sein. Zurück, zurück. Ja,
Sieht doch ganz akzeptabel so aus. So, vielen Dank und so. Ey, yo, vielen Dank für die heißen Klamotten und so. Ich geh da mal. Ich lasse die Nummer da, kannst du mich mal anrufen. So, verschwinden wir hier mal. Ja, und wir eine Mission erfüllt. Da kommt doch Freude auf. Machen wir uns mal auf den Weg zu unserem Home. Zu unserem HQ. Pack rückwärts in die Garage ein. Ach, hier passen noch mindestens zwei Autos rein. Ordnungsgemäß speichern natürlich. Was haben wir denn hier eigentlich? Coco Pops. Big Locks Coco Pops. Jo, das sieht ja köstlich aus. Was haben wir denn hier noch? Boah, das sieht mir nach viel Alkohol aus. Könnte aber auch Essigöl sein, das weiß man nicht. Teller, die eigentlich in den Schrank gehören, stehen da so. Ein Strauch mit wunderbaren Texturen. Mal so ein bisschen umgucken hier. Oh, gammeliges Besteck. Ja, was? Ey, wir können zocken. Geil, wir zocken jetzt und zocken dabei. Play. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ah! Nein, ach, scheiße. Wie kann man denn schießen? Yeah, Mann! Minigames! Oh, wir wurden getroffen. Nein! Hallo? Ach, wir können ganz im Kreis. Das ist ja auch geil. Yeah! Das macht ja richtig Spaß. Hallo? Nein! Oh, fuck! Wie viel Leben haben wir denn noch? Ach, wir haben 100% noch und zwei Leben. Aber... Hallo? Ey, du Schweinebacke. Nein, er ist verschwunden. Oh. Ja, ja. Was hat uns das jetzt gebracht? Nichts wahrscheinlich. Also bis jetzt ist es ja wirklich ganz easy. Da kann man ja mal gar nichts sagen. Und wir haben schon 840 Punkte. Ob das jetzt viel ist, weiß ich nicht, aber hört sich viel an. Ja! Nein! Verschwunden! Verdammt! Ach, man kann auch nicht nach vorne und nach hinten. Man kann wirklich hier nur im Kreis und... ja. Auch nur eine Munition verschießen. Wow! Huch. 60% Health nur noch, das ist aber ganz schlecht. Oh! Warping, was heißt denn Warping? Das ist also Warping, okay, das ist Warping. Level 2. Oh! Jetzt können die Feinde auf der Stelle noch umdrehen. Ja, das ist natürlich Hightech und voll difficult, wie man so schön sagt. Schön, dass es keine Munitionsbegrenzung gibt. Da kann man einfach immer nur draufballern. Also das ist jetzt kein Let's Play San Andreas mehr, sondern Let's Play Space Warp. Wir spielen natürlich bis Level 100, wenn ich es durchhalte. Und jeder muss das angucken. Das ist ja irgendwie easy, weil die ja verschwinden dann eigentlich auch wieder. Das heißt, keine wirkliche Bedrohung. Oh! Huch, kaum sage ich's, haben wir direkt mein Leben verloren. Egal, wir haben schon eine dicke Score von 2602. Wow. 2800 meine ich natürlich.